So, ich muss mal kurz gucken. Lautstärke. Ich hoffe, die passt noch. Laden doch hier. So. Wenn es zu laut ist oder sowas, dann bitte sagen. So. Also. Wir waren ja bei Dr. Ed, wie der heißt. Wir müssen jetzt Pläne finden. Pläne für irgendwie Zeug. Schwester Edna. Entschuldigung. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Nein, mein Name ist Freeboot. Netter Versuch, aber ich vergesse nie ein Gesicht. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Ich versuche, ein Tentakel von der Diktatur abzuhalten. Wirklich? Wie schön. Wie schön. Superbatteriepläne, genau. Sie haben nicht zufällig Pläne für eine Superbatterie rumliegen sehen, oder? Superbatterie, hm? Fred hat vielleicht so etwas. Ed. Dr. Fred heißt er. Ed war der andere Typ. Fred hat mir gesagt, ich soll ihn finden. Oh! Oh. Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Okay. Seltsam. Muss ein Edison sein. Kühe umgeworfen, Polizei staunt. Unförmiges Wesen am Tatort gesehen. Sehen wir schon die ersten, fehlt etwas grün. Ja, irgendwie im Original Maniac Mansion waren alle bösen Leute irgendwie so grünlich. Hellgrün. Warum die jetzt auf einmal wieder normal sind, wer weiß. Aber Kuh umgeworfen, jetzt sehen wir schon die ersten bösen Taten, die Purpur-Tentakel mit seinen Armen machen kann. Okay, hier ist ein Bett. Anschauen. Es ist nicht ganz das Ritz. Auf Zeit. Nein, das hier nicht. Glaube ich. Keine Zeit dafür. Denke ich. Rette die Welt vor Purpur-Tentakel. Okay, Fenster öffnen. Das ist schon auf. Was? Achso, okay. Okay. So, hier ist auf jeden Fall schon mal eine Kurbel. Ich glaube, die brauchen wir. Nehmen sie einfach mit. Flaschenzug können wir den. Mitnehmen. Geschlossenes Fenster öffnen. Geht nicht. Das klemmt. Wie kann ich nochmal mein... Ne. Inventar. Anschauen. Ah, Maus. Mausrad. Okay, wir haben Schweiz Sparbuch, Textbuch, Tippex, Zettel, Kurbel. Okay. Soweit ich weiß, geht das Spiel nicht auf Zeit. Bernard! Was machst du hier oben?
Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Ja. Hey! Was gibt's, Bernhard? Okay. Du hast Dr. Fritz' Pläne für die Superbatterie nicht gesehen, oder? Nein, nur diese Pläne zur Weltübernahme von Purpur. Die Pläne von Fritz sind wahrscheinlich in seinem Labor oder Büro. Labor oder Büro, ah, okay. Mal schauen. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Bis später. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. B-Man. Anlage. Wow, das ist laut. Okay, die Fake-Kotze. Hui. Fake-Kotze geht... wahrscheinlich jetzt kaputt. Nicht kaputt, aber... Das ist zu schwer für mich alleine. Runtergefallen, meine ich. Stormtrooper-Helm. Im Regal, wunderbar. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Hotel beenden. Wie angemessen. Nicht mal das kann ich richtig machen. Okay. Die nehmen wir mal. Da komme ich von hier nicht dran. Ach so, weil... Es scheint nicht aufzugehen. Die Zaubertinte können wir nehmen. Können wir mit dem reden? Sind hier zufällig irgendwo Pläne für eine Superbatterie? Superbatterie? Das hört sich noch schlechter an als meine Ideen. Puh, du siehst deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Die Pistole war ein richtiger Knüller. Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Ich bin ein Neuheitendesigner. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Ich mag deine Designideen. Nun, ich meinte nicht dich. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Ich habe eine Pfeife erfunden, die Lippen grün färbt. Niemand mochte sie. Okay, vielleicht kann ich dich nicht aufheitern. Keine Sorge, ich würde nur wieder depressiv werden. Dann eben nicht. Okay, also ich sehe hier das Mauseloch. Eventuell, wenn wir uns den Hamster ausleihen könnten... Okay, können wir einfach mitnehmen. Bis Edge. Was musst du tun jetzt durch das? Nein. Was nein? Müssen wir später noch hier vorbei. Ist was in der
Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Stuhl. Mann. Ist da was drin? Eis nehme ich an, ja. Gott, wer ist das denn? Kongressteilnehmer. Der hat einen Pulli, den brauchen wir bestimmt. Ich kann ihn nicht nehmen, der Mann liegt da drauf. Massagefinger. Müssen wir bestimmt mal das Ding anmachen, dann bewegt er sich und können wir den Pulli nehmen. Brauchen wir aber erstmal Geld. Automat. Hat den nicht irgendwie. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Erstmal nicht. Ah, da hier ist doch. Gummi. Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Irgendwie. So, es klebt am Boden fest. Klebt fest. Haben wir irgendwas, was. Zu langweilig. Wir haben ja schon geschaut. Das will ich nicht. Ah, safe. Der Safe ist geschlossen. Eine Kombination steht vielleicht im Sparbuch. Ha! Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Hallo, Queenie. Da komme ich nicht dran. Später dann. Uso, der Clown. Ich hasse diesen Clown. Aber Uso. Zigarrenanzünder. Hey, Junge. Was ist das denn? Du hast die Party verpasst. Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch. Letzte Nacht! Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Nette Zigarren. Niedlich? Diese Babys explodieren geradezu vor Qualität. Möchtest du eine Zigarre? Klar, geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht. Game over. Oder auch nicht. Du solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Stimmt allerdings, ja. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Okay. Abschreckender Plastikmüll. Können wir die Zähne mitnehmen? Autsch! Springender kleiner Dussel! Schuh. Können die Zähne bestimmt dazu benutzen? Nein! Zähne müssen den Kaugummi kauen. Los. Aus der Tür. Ausscheuchen. Komm schon, ich tu dir nicht weh.
Gabel nehmen. Die fasse ich nicht an. Diese Dinger haben so ihre Schwächen. Nein. Was verbirgt sich dahinter? Sachen. Man wirft hier 50er in den Trockner. Trichter. Ekelhaft. Kann ich den nehmen? Hände weg! Das ist ein ganz tolles Präzisionsgerät. Präzisionsgerät. Alles klar. Jetzt diese dummen Zähne. Okay, da komme ich ins Menü rein. Zwischen. So, wo ist denn? Ich dachte, hier ist ja sein Büro, ne? Vielleicht sind da die komischen Pläne. Hab ich schon alles geguckt. Vielleicht im Safe. Ich hatte eine Kombination. Doktor. Wo läuft denn der rum? Schwarzes Bild. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ich habe die Pläne. Da waren die Pläne. Wir müssen sie zu Hogi spülen. Da waren die sie Pläne. Das machen? Meine genialen Superbatteriepläne. Bitte. Sie haben sie wirklich weggespült. Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit! Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono-John eingebaut habe, okay, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob, wie hieß er, noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi, komm hier rüber. Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Okay, jetzt kann ich zwischen den beiden hin und her wechseln.
dann gucken wir doch mal in der Vergangenheit rum. Unterdessen, 400 Jahre später. Holt mich hier runter! Ja. Sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Okay, das braucht... Das braucht der Kollege. Ist es von hier? Gib Brief. Ich renn kurz zum Chrono John. Da ist was im Chrono John. Oh, wunderbar. Und der ist dann wieder da. Ah, oh, wunderbar, das ist ja... Richtig. So, sobald Hogi die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter. Ja. Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Erstmal geben wir dem... Oh, der Kaffee. Lass die Finger davon. Okay. Okay. So, geben wir erstmal den komischen Designer da oben, den Brief. Ich armer. Ich armer, armer. Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Sie sind brillant. Tolles Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Ich glaube. Jetzt haben wir eine Pistole, ne? Stimmt, können wir die mit der anderen Pistole austauschen. Ja, irgendwie nicht hinschaut. Er sieht aus wie ein fetter Phil Collins. Oh, da! Ein dreiköpfiger Affe. Ich sehe überhaupt nichts. Nichts für ungut. Okay, jetzt fragen wir nochmal nach einer Zigarre. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarren. Niedlich? Diese Babys explodieren geradezu vor Qualität. Noch eine Zigarre? Ja, gerne. Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Ha! Ich verstehe das nicht. Sehr gut. Verzieh dich! So eine Traurigkeit. Das Gegenteil von Dropsy. Alle machen wir traurig. Also gut, ja, mit dem haben wir jetzt erstmal nichts weiter, denke ich mal, zu tun. Gehen wir wieder zu Hogi. Schauen mal, was der so. Also, mir können wir mit der Spiel. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Spuck beim Reden, ja. Hey, das ist cool. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Toller Hut, Mann.
Dein Hut, der hat drei Ecken. Ich mag die Pyramiden, verstehst du? Ich habe gehört, Pyramiden haben seltsame Energien. Wow! Schön, mit dir zu sprechen. Ja, ich will noch mehr sprechen. Was denn los? Toller Hut, Mann. Ich kenne Jungs, die würden Schaben essen, um Hüte wie diesen zu bekommen. Sie heißen unsensibles Draufspucken. Sie spielen Funk, Punk, Folk, Polka, House, Grunge, Rock. Sie wurden von Bands wie Limpid Harmonica und Howlin' Moon Rocket Limbo beeinflusst. Ich habe etwas für Red Edison. Du bist es nicht, oder? Schön, mit dir zu sprechen. Stimmt, da unten. Tada! Hey! Was gibt's? Was gibt's? Das hat, so haben die Leute bestimmt vor 200 Jahren gesprochen. Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Was erfindest du? Das ist ein Stück Papier, welches von alleine an Dingen klebt. Ziemlich genial, muss ich schon sagen. Post-it. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Super Batterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Öl, Essig und Gold, alles klar. Voll mit Plänen und Müll. Hey! Hey! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Ich bin nur angestellt. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Ja gut. Was ist denn mit dem Kollegen? John Hancock! Was? Jupp! Hallo? Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Er gibt den Holzblock hungernden Kindern?
Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Okay. Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben eine Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Warum ziehst du nicht eine Jacke an? Ich trage einen Mantel, Dummkopf. Ich habe auch diese Decke und friere trotzdem noch. Okay, wenn dem warm ist, kriegen wir wahrscheinlich die Decke. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Wie wäre es mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Freie Meinungsäußerung? Nein, das würde nie klappen. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ich muss gehen. Müssen wir irgendwie Feuer machen? Theoretisch, Feuer hätten wir schon. Wir bräuchten bloß den Holz. Tut mir leid, den brauche ich noch. Ja. Es wird ein Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hogi. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich habe von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas. Und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Einzige Holzblock. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Ich mochte den Wir-sind-das-Volk-Teil. Das steht nicht in der Erklärung. Moment, das ist nicht schlecht. Das könnten wir brauchen. Bis später. Was? Was passiert später? George Washington. Entschuldigung. Ja? Boah. Du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Wahnsinn. Na klar. Bist du nicht der Präsident oder sowas ähnliches? Ja, ich erwarte, zum Präsidenten gewählt zu werden. Ich habe sehr gute Verbindungen. Was meinst du, soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden? Hängt davon ab, wie viel Kirschbäume du gefällt hast. Nun, ich bin in der Tat der Holzfäller. Man erzählt sich immer noch von meinen Heldentaten.
Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du siehst, gibt es hier keinen. Ich fälle nur Kirschbäume. Familientradition, verstehst du? Nur Kirschbäume. Da draußen gibt es nichts außer Zedern und Kumquats. So eine Kumquats rot anmalen. Was sind's Kirschen? Keine Ahnung. Spaghetti. Öl. Wir haben schon mal Öl. Jetzt brauchen wir noch Essig und Gold. Ich kann es nicht öffnen. Dann halt nicht. Hier hätten wir Zugang zu Wasser. Hier haben wir einen Eimer. Schrank aufmachen. Eine Bürste. Ist schon auf. Eimer, Wasserpumpe. Wunderbar. Jetzt haben wir Wasser. So, mal schauen. Schauen wir mal nach oben. Ey, den kennen wir doch. Der späte Maxe Tax. Seine Zeit ist abgelaufen. Ein trauriges Ende für so einen Patrioten. Hack. Quadel. 10. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Kein Problem. Nicht an. So, ich bin fertig. Okay. Ja. Müssen wir bestimmt von irgendwoher aus. Diese Gründungsväter machen mich verrückt. Alle paar Minuten ein neues Fahnendesign. Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich Ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Ja, ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Unfarbener Roboteradler. Totenkopf mit Skorpionen im Mund. Hologramm. Ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Plan? Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Weinflasche? Ist das gleiche. Bäh. Riecht nach Essig. Ja, ist doch gut. Riecht's jetzt nur noch Essig? Chateau de Chapeau, 1775. Ist das jetzt Essig oder noch nicht? Den technischen Kram verstehe ich nicht. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Ja. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Vergiss es, Mann.
Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Pinguine. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Tinte. Da ist eine Zaubertinte. Hallo? Hi, Pferd. Selber hi. Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Sind es Goldzähne? Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Nun, ich muss gehen. Bis später. Sieht aus, als wäre hier eine Prothese drin gewesen. Hey, ich muss sie irgendwo reinlegen. Ich will nicht. Ich will nicht. Okay. Dann halt nicht. Ey! Kenn ich. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Der Rechte ist Linkshänder, der Linke ist Rechtshänder. Halt still, Jet! So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant? Oder das Model? Beides. Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Ich lebe in der WG mit Bernhard und Laverne. Wie schön für dich. Wie schön für Bernhard. Wie schön für Laverne. Wie schön für alle. Nun ja, eigentlich verbieten sie mir dauernd meine laute Musik. Ja, natürlich. Und tschüss. Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden, aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Ich bin der Lieferant, kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium, daher danke, nein. Das ist nicht Medium, das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte, wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Welche Art Leute? Fette, dumme Leute.
Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Sind das Arschlöcher, ey. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Ich will nicht. Ja, aber die sind noch gar nicht der Professor aus der Zukunft. Professor aus der Zukunft ist der Fred. Das hier ist Ned und das hier ist Jet. Höchstens deren Söhne. Beziehungsweise deren Urenkel oder sowas. Keine Ahnung. Rote Farbe. Perfekt. Können wir Kumquats wollen. Hallo Katze. Können wir nicht mitnehmen. Hoppla. Nicht ganz. Magst du Bart nehmen? Ich will nicht. Er will nicht. Jets Bett. Okay. Wohin damit? Hoppla. Ist da? Nein. Auf Samt würden sie besser aussehen. Ist das Chacha? Nein, warum? Warum ist er da? So, wo sind denn die Bäume? Ey, der sieht aus wie der andere Typ da. Hallo? Franklin, Ben Franklin, schon bald bekannt als der Erfinder der Elektrizität. Kennst du Red Edison? Er ist auch Wissenschaftler. Red Edison? Ein Wissenschaftler? Er ist nur ein Wirt, der Wissenschaftler spielt und er ist in beidem nicht besonders gut. Ich verstehe nicht, warum Washington und Jefferson sein Lokal zum Schreiben unserer Verfassung gewählt haben. Solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität? Du meinst, die ultimative Kraft des Universums liegt unter einem Stein und wartet nur auf mich? Ha! Ich, Ben Franklin, werde die Urkräfte aus dem Himmel herbeibeschwören durch meinen Genius. Patrick, mein Genius zeigt. Was wohl Red dazu sagen würde? Wer kümmert sich schon um so etwas? Ich brauche Red, um die Menschheit zu retten. Also ist er jetzt Missionar, was? Warum auch nicht? Es kann ja nur besser werden. Was ist so schlecht an Red? Was hältst du denn von einem Typ, der die letzten 4 Jahre versucht hat, einen Hammer für Linkshänder zu perfektionieren? Er ist verrückt. Und er klaut auch andere Leute Erfindungen, bevor sie diese überhaupt als Patent anmelden können. Nicht, dass ich böse wäre. Sind Sie nicht der 100-Dollar-Mann? Der 100-Dollar-Mann? Nicht schlecht. Wir sehen uns. Weiter so. Wo ist denn der Baum? Kumquats.
Ja. Der da. Wunderbar. So. Jetzt kann der hier, der Herr Washington, Baum fällen. Dann haben wir auch bestimmt Holz hier, Hancock, warm zu bekommen. Entschuldigung. Oh, ja? der hat eine, der raucht Zigarre. Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten. Nun? Holzzähne kriegen wir wieder Zigarre. Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du sehen kannst, gibt... Oh! Du ahnst es nicht. Da draußen steht ein Kirschbaum. Tja, dann lass uns das Ding mal umhauen. Ich sagte, komm da sofort runter! Versuch es zu verstehen! Ich stecke hier fest in diesem... Voila! Du bist schon ein echter Mann. Ja, ich weiß. Jetzt kann ich labören. Schade um den Baum. Ich guck erstmal wegen der Zigarre. Da gibt's nichts. Also hat er doch. Nein. Hat er. Ich glaube, hat er angeblich diese komischen Holzzähne. Und mit der explodierenden Zigarre werden die rausgesprengt und die benutzen wir dann bei dem Pferd. Und dann können wir die Goldzähne von dem Pferd nehmen. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Nein. Schade. Feuer. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Mr. President, darf ich dir? Na klar. Nun, wenn es so ist. Mist! Ich hasse so etwas! Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Wo sind die denn jetzt hin? Was denn los? Wo finde ich denn Essig? Vielleicht kann ich etwas Essig machen. Bis später, Kumpel. Also anscheinend habe ich. Ist das mit dem Wein doch noch nicht Essig? Bäh. Riecht nach Essig.
Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Hui. Müssen wir dann nur gucken, wo die die dann vergraben haben und so. Ja, aber wo sind denn jetzt die Zähne? Unterdessen. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. Wo sind denn die Kackzähne jetzt hin? So weit weg könnte ja doch gar nicht sein. Haben wir nicht im Inventar, ne? Okay, ich hab gerade eine Idee. Wir brauchen diese klappernden Zähne von dem Scherztypen, die Bernhard holen kann. Und die geben wir dann George Washington. Und dann denkt Jefferson, George Washington friert. Und dann dürfen wir Feuer machen. Dann bekommen wir die Decke von dem. Bestimmt. Die Zähne sind jetzt weg. Zähne hin. Mit Zähne gesehen, Pferd. Hi. Hi. Du schon wieder. Willst du noch zurück in die Zukunft? Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Weg. Okay. Ich frage mich ja, wo die komische Frau ist. Die Putzfrau. Naja. So, wir gucken noch kurz. Da wird bestimmt Lass was mich kommen. Hier raus! Ich habe nichts getan! Ha, irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Moment! Sie dürfen betrügen, du nicht! Okay, also das ist die Situation von Laverne. Was hat den Skalpell? Okay. Kurz gucken, können wir eine Münze da oben eventuell mit der Gabel aufsammeln. Es klebt am Boden fest. Ey, den kennen wir doch. Toter Cousin Ted. Hey, Ted. Gesprächig wie immer, was, Ted? Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du.
Meine besten Freunde sind in der Zeit gestrandet. Tja, ich rette dann mal lieber die Welt. Er ist leer. Oh. Hi. Erschreck mich nie wieder so. Nette Brechstange. Danke. Glaub nicht, du könntest sie dir leihen. Ich brauch sie selber. Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Bis später. Ja. Stark, keine Chance. Den vom Boden erstmal nicht. So, wo war der Typ drin? Da war der Typ. Jetzt ist er ja noch mehr auf dem Boden. Jetzt komme ich fast dran, aber der Dicke liegt noch drauf. Brauchen wir nochmal eine Münze. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Das braucht Tobi. Ich benutze das Chrono John. Tu das. Das ist ein Vorschlag. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh! Hier ist ein Vorschlag. Da steht, George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja. Es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger?
Jusak. Wo ist bei dem... Nee, da ist nicht der Keller. Jetzt kriege ich wahrscheinlich die Plastikkotze. Wo ist denn der Keller bei denen? Der Staubsauger jetzt steht. Die brauche ich auch irgendwie. Muss ich irgendwie fangen. Gitterfee. Autsch! Schuschu. Was geht denn mit dir? Ah! Ah! Gut. So, gehen wir hoch. Mr. Präsident, Schwarzeine. Kannst du die gebrauchen? Danke, junger Mann. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey, Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Meine Fresse. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. 2 Stunden später. Feuer. Du großes Baby. Wer hat jetzt das Feuer gemacht? Wo läuft er denn hin? Immer ein Mysterium. So, jetzt haben wir eine Decke. Nö, ich mag es, wie es ist. Kann die Decke vielleicht als Plan benutzen? Für die... Ich habe Besseres zu tun. Betsy Ross. Hier liegt zu viel rum. Da kann man nicht schlafen. Naja, gut. Ich denke mal... Sollte ganz gut erstmal sein. Haben wir heute recht viel geschafft. Und Star Wars. Was auch immer.